Grüßt und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge The Elder Scrolls Online. Und wir machen da weiter, wo wir natürlich letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei unserer Quest Die Wut der Drachen. Und ich werde die drei Orte der Machtaufwallungen aufsuchen, außerhalb hier von Stromfeste. Aber vorher nehme ich erstmal diesen mäßig schicken Khajiit-Helm ab, weil da bin ich ja ein bisschen eitel. Dann lieber freie Sicht auf das schöne, entstellte Dunkelelfengesicht. Und ich gucke mal gerade, bis zur Stufe 4 dauert es auch nicht mehr lange. Fertigkeiten haben wir im Moment keine zu vergeben. Würde aber, glaube ich, das nächste Mal gerne die Sprengknochen aktivieren. Die müsste ich dann nämlich auch für den Bild, den ich mir ausgesucht habe, später aktiviert haben. Oh ja, gemütlich. Ich versuche es auch mal zu vermeiden. Achso, ja, hier stehlen, das wollten wir ja nicht. Meine Sammelleidenschaft kommt da wieder durch. Versuche mir irgendwo zwanghaft einzutrichtern, dass ich jetzt nicht jedes Mal nach 5 Schritten die Karte aufmache, auch wenn diese Hilfsmittel ja immer sehr angenehm sind. Und da ist eine schöne Blume, die sammle ich erstmal ein. Eine Wasserhyazinthe. Und hier könnten wir angeln. Sollen wir das mal probieren? Das probieren wir jetzt mal. Okay, das hält uns jetzt unnötig auf und hat natürlich nichts mit der Quest zu tun, aber einmal wollen wir das ja auch machen. Ah, das irritiert immer, dass der Schwimmer so weit unter Wasser geht. Ein Lachs. Ja, gucke mal an. Gleich ein Premium-Fisch auch noch hier aus dem Teich geholt. Einmal Nierenwurz. Nehmen wir auch mit. Werden wir dann wahrscheinlich irgendwann fürs Craften gebrauchen können. Erstmal müssen wir kämpfen. Ich glaube, das war eure Pflanze. Ich gehe mal in Third Person. Die erste Herausforderung hier mit dem Kämpfen. Das Kampfsystem bei The Elder Scrolls Online ist ja mehr so Action-lastig. Nicht so klassisch, wie man das vielleicht von EverQuest 2 kennt. Ich stehe auf der Stelle und drücke einfach meine ganzen Fertigkeiten durch. Hier muss man dann schon mehr in Bewegung bleiben. Oh, was ist das für ein schönes Tier? Ein Fischreiher? Jo, ein Reiher. Stand da schon die ganze Zeit, ne? Egal. So, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Bevor ich völlig verkehrt laufe. Okay. Da und da. Dann machen wir das der Reihe nach und gehen erstmal hoch. Ist das hier auch noch Klauen oder ist das schon Finden? Hier ist wieder Finden, ne? Oh, eine Blaupause für kaietische Kommode. Verblasst. Das ist ja schön. Mit dem Thema Crafting muss ich mich auch nochmal intensiv auseinandersetzen. Habe ich nämlich in den vorherigen Phasen, wo ich das Spiel mal angezockt habe, nur so ganz oberflächlich gemacht. Und gerade so für den Bereich auch Hausgegenstände craften, bin ich ja sehr empfänglich. Grundsätzlich Housing und vielleicht mal doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und auch mal ein schönes Haus hier käuflich erwerben. Das wäre sicherlich mal eine Sache, die ich, glaube ich, in Angriff nehmen würde. Auch wenn ich halt immer vor solchen unverhältnismäßigen Kosten zurückschrecke. Wenn ich sehe, was hier ein Haus kosten soll, teilweise um die 6000 Kronen, ist natürlich umgerechnet schon ganz schön gewaltig. So, wir sind schon hier. Was sollen wir machen? Untersucht die Orte mit den Machtaufwallungen. Da. Guck mal. Es wird einem doch ganz einfach gemacht.
Okay, hier ist wohl irgendwas schiefgegangen. Für einer ein schlechtes Lied gespielt. Weggeworfene Befehle. Truppenführer Pantios. Ihre Majestät, Königin Euraxia und ihr Hofnekromant Sumok Fom haben eine Reihe unbekannter Impulse magischer Energie festgestellt, die unbequem nahe an der Westgrenze von Krempen stattfanden. Begebt euch mit eurem Trupp unverzüglich zu diesen Standorten, die auf der beiliegenden Karte markiert sind. Euer Befehl lautet, diese Bereiche zu untersuchen, ungewöhnliche Kreaturen oder Vorkommnisse zu dokumentieren und mögliche Passanten zu Befragungszwecken festzunehmen. Nur um sicher zu gehen, Ihre Majestät braucht sie lebendig. Versagen ist keine Option. Leutnant Lepida, 1. Euraxische Legion. Okay, die hatten einen Auftrag, der leider irgendwie nach hinten losgegangen ist. Wir werden das an den beiden anderen Orten auch nochmal überprüfen. Und nebenbei diese wunderschöne Landschaft genießen. Und schon den ersten unglücklichen Platzierungsfehler eines Baums gefunden. Aber was soll's. Genau, Fackelkäfer sammeln wir erstmal ein. Fackelkäferpanzer. Oh, hier, da ist einer dieser... Ja, ich komme gleich. Lass mich gerade gucken, wie er heißt. Eine Himmelsscherbe, so. Und die gibt uns ja einen Fertigungspunkt, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir 3 Stück gefunden haben. So war das. Himmelsscherben sind überall in Tamriel verstreut. Für jede 3. gesammelte Himmelsscherbe erhält euer Charakter einen zusätzlichen Fertigungspunkt. Hinweise und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch noch so kleine Add-ons oder Modifikationen, mit denen man die Karte, glaube ich, um alle möglichen Points of Interest erweitern kann, damit man nicht alles erstmal absuchen muss, sondern gleich schon überall sieht, ah, hier ist das, da ist das, da ist eine Himmelsscherbe und so weiter und so fort. Und da... Hinten fliegt irgendwo ein Drache rum. Wow. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen. Da kriegen wir bestimmt aufs Maul. Ah, okay, wir gehen hin. Zumindest mal zugucken. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das ist schon sehr weit. So, da lang. Schon keine Ausdauer mehr, weil wir die ganze Zeit am Laufen sind. Und die Sonne geht langsam unter. Es wird langsam, aber sicher dunkel. Ja, da wollte ich nicht drauf drücken. Wahrscheinlich laufe ich jetzt die ganze Zeit dahin, um die Leiche noch zu sehen. Ah, da ist er. Was hat er denn da am Bauch? Aber übel drauf. Krass. Wenigstens einmal draufballern, ne? Wow. Das ist schon krass.
tot. Alter, Verwalter. Ich glaube, ich muss mal Third Person machen. Ich sehe ja gar nicht, wann mich hier die Feuerbälle treffen. Synergie. Machen wir mal. Oh oh. Das kann böse enden. Ich verpasse immer diese Momente der Synergie. Ich bin ein bisschen unglücklich auf X. Und wir sind Stufe 4 und wir haben unseren kleinen Beitrag zur Niederstreckung des Drachens beigetragen. So, wie läuft das hier ab? Drachen untersuchen. Cool. Keine Ahnung, was das alles ist. Drachentöterin von Anequina. Haben wir gleich schon eine Fertigkeit freigeschaltet. Überlegene Plünderin freigeschaltet. Cool. Richtig cool. Hat sich doch gelohnt. Achso ja, Stufe 4. Können wir beanspruchen. Das heißt, wir bekommen eine unbedeutende Glyphe des Lebens. Verzauberung, maximales Leben gewährt bis zu 774 maximales Leben. Mit den Glyphen kenne ich mich leider nicht aus. So, wir haben hier einmal eine schwere Rüstung und zweimal eine mittlere Rüstung. Und ich würde... Nee, das ist eine leichte, Entschuldigung. Wir gehen ja auf mittlere Rüstung. Beanspruchen das für uns. Einen Attributspunkt auf Ausdauer, selbstverständlich. Und wir können einen Fertigkeitspunkt vergeben. Und da würde ich jetzt, denke ich mal, Sprengknochen machen. Oder was wäre die Alternative? Passive Fähigkeit hier noch draufsetzen. Wir machen... Machen wir? Ja, wir machen jetzt Sprengknochen. Komm. Cool. So, natürlich werden wir jetzt erstmal neue Beinkleider ausrüsten. Ja, über das Grün lässt sich streiten. Den Ring werden wir natürlich nehmen. Magica... Regeneration 132 erhöht eure maximale Magicka um 780 und entsprechend, wenn wir mehrere Ausrüstungsgegenstände des listigen Alfik haben, haben wir noch mehr von diesem Effekt. So, das hier muss man wahrscheinlich auspacken. Dann kriegen wir ein Schlückchen des Lebens. Stellt sofort 6684 Leben wieder her. Und so weiter und so fort. Leerer Seelenstein wird zum Einfangen von Seelen verwendet. Ein Holzschwert. Dieses Spielzeugschwert ist ein kaiserliches Gladius. Einen kaiserlichen Gladius nachempfunden. Ein Hehler könnte es an Beniten verkaufen. Okay. Vampirstaub. Und Panzerschuhe des Totengräbers. Jo. Ist zwar jetzt nicht das, was wir tragen wollen, ist nämlich eine schwere Rüstung, aber es ist natürlich ein super Rüstungswert. Von daher wegen nehmen wir die erstmal. Ja, gucken wir mal. Da haben wir ja schon mal ordentlich was geschafft. Wenn es darum geht, Beute abzustauben. Und jetzt versuchen wir mal den Weg wieder zurückzufinden. Ja, das hat ja schon gut geklappt. Aber wir können ja unsere Sprengknochen ausprobieren. Achso, das waren die Sprengknochen. Ich
bin noch ein bisschen unbeholfen mit dem Kämpfen. Das gebe ich ja zu. Das läuft noch nicht ganz rund. Und vor allen Dingen mit dem Thema Rotation habe ich mich ja auch noch gar nicht beschäftigt. Was dann noch dazu kommt. Erschwerend. Nee, da gehen wir besser gar nicht lang. Schmetterling, du kleines Ding. Such dir eine Tänzerin. Schön. Super schön hier. Und ich weiß jetzt zwar noch nicht gerade so genau, wie viel Zeit ich schon hier gerade investiert habe für diesen kleinen ungeplanten Ausflug, aber ich würde sagen, diese zwei Orte, die mache ich gerade noch und dann soll es das mit der Aufnahme dann gewesen sein. Rotzahn. Ja, man muss sich das schon vorher genau überlegen, ob man von dem Weg mal abgeht hier. Also abgesehen davon, dass es hier Kisten gibt, das finde ich toll, die ich plündern kann, sind hier aber auch Gegner. Aber mit einem Verbündeten dabei kein Problem. So. Nee, wir wollen hier hin. Untersuch die Aufwallung der Macht. Da oben wird das wahrscheinlich sein. Nein, Azazi, berührt niemals ein dädrisches Monster, insbesondere kein Todes. Sei nicht hier los? So ein ängstlicher Netsch. Die Toten können uns nicht wehtun. Aber woher meint ihr, dass es kam? Es stinkt nach Kaldhafen. Vielleicht hat es ein Lakai der Usurpator-Königin beschworen, ja? Du sprichst hier. Aber bin ich hier nicht auch genau richtig? Achso, ja, jetzt. Fass das tote Ding nicht an, sagt Heduna zu mir. Als ob ich nicht wüsste, wie man mit der Leiche eines Daedra umgeht. Ich frage mich, was ihn getötet hat. Vielleicht ist er einem Drachen begegnet? Kann man sich auch als Khajiit aus das Aussehen machen wie ein Luchs? Das ist ja cool. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Hey, ihr zwei Lustigen. Ich gehe da mal weiter. Noch mal meine Sprengknochen ausprobieren. Cool. So langsam ist man da drin. Alles klar. Hier, können wir mit meinen Sprengknochen spielen. Oh shit. Mir geht hier die Power aus. Magika und Ausdauer. So, weiter geht's. Im Text. Oh, Schmetterling.
So, was ist hier denn los? Und was bist du denn für ein komisches Drachenhuhn? Übelriechender Sack. Untersuchen. Gammelige Truthahnkeule. So, sprecht mit Lara Hart. Ich habe euch gesehen, Reisende. Hä? Warum bestehen alle Außenseiter darauf, sich verdächtig zu verhalten? Ich habe euch von einem Ort zum nächsten gehen sehen, genau wie den Mann mit dem Topf auf dem Kopf. Gehört ihr zu den Soldaten, die jeden Flecken Land umgraben wollen? Oder seid ihr einfach nur ein kranker Geist, der Spaß daran hat, durch die Wildnis zu schleichen? Welcher Mann mit dem Topf auf dem Kopf? Nun tut nicht so unschuldig, Fremde. Ihr müsst auch mit diesem blassen, hageren Narren mit dem lächerlichen Schnurrbart zusammenarbeiten. Warum sonst würdet ihr die gleichen Orte aufsuchen, die er besuchte? Außer... seid ihr eine Agentin der Usurpatorkönigin? Usurpatorkönigin? Euraxia. Ach so. Jene verhasste Kaiserliche, die Krempen eroberte und einen falschen Anspruch darauf anmeldet, Königin zu sein. Nun tut nicht so unwissend, Außenseiterin. Davon hatte ich schon genug, als ich mit dem Mann mit dem Topf auf dem Kopf sprach. Wohin ist der Mann mit dem Topf auf dem Kopf gegangen? Ah, ihr klingt ja fast so verwirrt, wie er es war. Er sprach ständig mit seinem zahmen Echsenvogel, als ob er eine Antwort erwartete. Ach, als ich ihn das letzte Mal sah, ging er nach Westen. Ich schätze, ihr findet ihn in dieser Richtung und südlich von Stromfeste. Nur trödelt hier nicht länger herum. Gut, dann werde ich den Mann mit dem Topf auf dem Kopf suchen. Und genau das werden wir in der nächsten Folge tun. Und zwar in dieser Richtung.